Ich möchte über Bodhicitta sprechen und der Titel des Vortrags heißt Bodhicitta, das Unmögliche wagen. Bodhicitta bezieht sich auf eine altruistische Motivation, wir schon davon gesprochen, gestern Abend, heute Morgen. Altruistisch heißt ganz genau zum Wohle der anderen und hier möchte ich es übersetzen als zum Wohle aller, also uns selbst mit eingeschlossen. Und das Unmögliche dabei, unser Leben, unser Herz so zu transformieren, dass all unser Denken und Handeln auf das Wohl vieler oder gar aller ausgerichtet ist. Ein lebenslanges Wagnis. Eine übliche Motivation, wenn es ums Meditieren geht, selbst wenn es um spirituelle Praxis geht, wir wollen unsere Probleme lösen, unsere Schwierigkeiten loswerden, und ein angenehmes Leben leben. Wir wünschen Glück, Heiterkeit, Gelassenheit und Weisheit. Was immer dies sein mag, auf einer Skala von Wellness bis zu wirkungsvoller Therapie oder erhabenen Meditationszuständen. All das ist berechtigt, ist sinnvoll, ist erstrebenswert und auch ziemlich selbstbezogen. Es gibt diesen bekannten Cartoon. Die Frau löst Kreuzworträtsel und fragt den Mann, der nebendran im Sessel sitzt, Weltmacht mit 3 Buchstaben. Er überlegt einen kurzen Moment und brüllt dann, ich. Praxis oder Arbeit an einer altruistischen Motivation, an einer Ausrichtung auf das Wohl vieler, öffnet diese Beschränktheit und Enge der Ich-Bezogenheit. In manchen Mahayana-Texten wird über die Nachteile und Unzulänglichkeiten einer selbstbezogenen inneren Haltung gesprochen. Diese Haltung ist vergleichbar mit einer chronischen Krankheit, die zusätzlich Leiden und Nebenwirkungen mit sich bringt. Sie verunmöglicht es uns, unsere spirituellen Ziele zu erlangen, denn immer ist es eine grobe oder eine subtilere Form von Selbstbezogenheit, eigentlich von Egoismus, die uns inneres Leiden schafft und die uns von der Befreiung abhält. Diese Ich-Bezogenheit ist eigentlich die Wurzel aller Mühen und Schwierigkeiten. Etwas, was allerdings nur sichtbar und verständlich wird, wenn wir uns ganz konsequent mit den Auswirkungen unserer inneren Motivationen auseinandersetzen. Tatsache ist aber, Selbstbezogenheit, Egoismus ist eigentlich immer die ungeschickteste aller Möglichkeiten. Und so ist es doch recht schwer verständlich, dass wir immer wieder ganz spontan diese Haltung wählen. Ich vermute, es ist eine evolutionsbedingte Prägung. Wahrscheinlich war es sinnvoll, dass das Leben sich so eingerichtet hat, um überhaupt überleben und sich entwickeln zu können. Darum ist sie wohl auch so zäh. So tief verwurzelt. Und wichtig zu verstehen, wir sprechen nicht von Gut und Böse hier, das ist überhaupt nicht das Thema, auch nicht von sündig. Das heißt nicht, dass wir nicht egoistisch sein sollten oder nicht egoistisch sein dürften. Es geht nicht ums Moralisieren. Vielmehr geht es um eine unvoreingenommene, klare Erforschung von dem, was uns und anderen Leiden schafft und an dem, was uns und anderen echtes Glück bringt. Das ist das Wesentliche. Bodhicitta-Praxis kann uns helfen, die Perspektive der Selbstzentriertheit zu verschieben. Und das ist sehr bedeutsam, sehr sinnvoll. Chan Master Sheng Yen sagte, Tatsache ist, dass man mit der Praxis nur beschränkt Erfolg hat, wenn man nur sich selbst zu helfen sucht. Das Resultat wird dann am größten sein, wenn man versucht, für andere von Nutzen zu sein. Deshalb erachtet man in dieser Praxis, anderen von Nutzen zu sein, als den ersten Schritt auf dem Weg zur Befreiung. Hier eine Illustration der Wirkung von Bodhicitta. Es heißt, ernsthafte Dharma-Praxis, also ernsthafte spirituelle Praxis, sei vergleichbar mit dem Licht der Sonne, das durch ein Fenster in einen sonst völlig dunklen Raum scheint und diesen erhellt,
und an einem sonnigen Tag vermag die Sonne diesen Raum vollkommen zu erhellen. Das ist wunderbar. Bodhicitta-Praxis wird aber verglichen mit der Sonne im offenen, weiten Himmelsraum, die unparteiisch überall auf die Erde scheint, uneingeschränkt. Was ist nun diese altruistische Haltung oder Motivation von Bodhicitta genau? Hier ein Zitat von Joseph Goldstein. In der buddhistischen Praxis entwickeln wir ein Gewahrsein der Motivationen oder Absichten, welche all unsere Handlungen prägen. Wir öffnen uns auch für die Möglichkeit einer viel weiteren, viel umfassenderen Ausrichtung, indem wir unser Gefühl dafür, was in diesem Leben erreicht werden kann, ausweiten. Bodhicitta, ein Sanskrit- und Pali-Wort, welches wörtlich erwachtes Herz oder erwachter Herzgeist bedeutet, ist das tiefe Bestreben, aus dem Traum der Verblendung zu erwachen, um allen Lebewesen von Nutzen sein zu können. Seinen Ursprung hat die altruistische Haltung von Bodhicitta im Mahayana-Buddhismus. Es ist der Entschluss, alles zu tun, um vollständig zu erwachen, um den Lebewesen von größtmöglichem Nutzen sein zu können. Und das bedeutet vollständige Befreiung von allen täuschenden, quälenden Herzens- und Geisteseigenschaften, den Kilesa, die zu verwirklichen und zusätzlich alle wunderbaren Qualitäten wie Großzügigkeit, wie Weisheit, wie Mitgefühl, die sogenannten Paramitas, zu vervollkommnen. Egal, was es dazu braucht, egal, wie lange es dauert. Das ist eine ziemlich große Nummer. Offensichtlich braucht man etliche Leben dazu. Und für diejenigen von uns, die nichts anfangen können mit mehreren Leben, mit vergangenen und kommenden Leben, kann Bodhicitta etwas einfacher formuliert werden, bleibt aber dabei, finde ich, genauso bedeutungsvoll. Möge ich dieses Leben zutiefst verstehen und es diesem Verstehen, diesem tiefen Verständnis entsprechend leben zum Nutzen und zum Wohle aller Lebewesen. Und das ist anders, das ist noch anders als Mitgefühl. Die wunderbare Herzensqualität von Mitgefühl besteht darin, dass wir in der Begegnung mit Leiden unser Herz berühren lassen und das tun, was uns möglich ist, um dieses Leiden zu lindern. Bodhicitta aber bedeutet noch etwas anderes. Es ist grundsätzlicher als Mitgefühl. Es ist eine grundlegende Haltung oder eine lebensbestimmende Motivation oder sogar ein Entschluss, den eigenen Geist, das eigene Herz so umzuschulen, dass das Wohlergehen aller zu unserem mehr und mehr spontanen und natürlichen Kernanliegen wird. Um uns diese Lebensweise näher zu bringen, schlägt Daya Rinpoche vor, dass wir uns mit solchen Vorstellungen auseinandersetzen und uns vorstellen, was das bedeuten würde, wie das sein würde. Er sagt, wie müsste das wohl sein, ein strahlendes Bewusstsein entfaltet zu haben, das allem, was lebt, in unbegrenzter Güte zugewandt ist. Wie mag sich das anfühlen? Ein Denken ohne Ausgrenzungen, ohne Verurteilung, ohne Diskriminierung, eine natürliche Seinsweise, die einzig und allein in dem natürlichen Wunsch besteht, in angemessener Weise allen Unterstützung zu gewähren. Das ist eine Frage. Er fährt fort. Dabei muss klar sein, gleich wie viel Wissen über Bodhicitta wir haben, erst wenn wir unser Herz davon berühren lassen, können wir zu innerst davon ergriffen werden und ein beglückendes, bewusstseinsausweitendes, fast ehrfürchtiges Gefühl der Wertschätzung für die Großartigkeit dieser Bodhicitta-Haltung entwickeln. So viel zu, was es ist. Und bevor ich etwas zum Nutzen und zur Praxis von Bodhicitta sage, ein paar Worte zu einem der hier im Westen geläufigen Missverständnisse in dieser Beziehung. Wir hören vom Entschluss der Bodhisattvas, die leidenden Wesen sind zahllos, möge ich sie alle befreien
Und anstatt inspiriert zu sein von dieser Vision, fallen wir in Panik. Was? Ich muss die alle befreien? Ich meine, es sind jetzt 7 Milliarden mittlerweile und das sind nur die Menschen gerechnet. Horror, Überforderung, Stress, Burnout sind die Szenarien, die sofort vor unserem geistigen Auge auftauchen. Hier nochmals Joseph Goldstein zu diesem Punkt. Ist Bodhicitta ein realistisches Bestreben für uns? Ist es wirklich möglich, eine solche altruistische Motivation zu erzeugen, wenn man die vielfältige Mischung unterschiedlicher Eigenschaften in unserem Herz und Geist in Betracht zieht? Und Joseph zitiert dann den Dalai Lama, der in seiner üblichen Bescheidenheit gesagt haben soll, ich kann nicht vorgeben, die Praxis von Bodhicitta verwirklicht zu haben, aber tief in mir drinnen verstehe ich, wie wertvoll und wie hilfreich sie ist. Wenn auch wir erkennen können, wie wertvoll und hilfreich Bodhicitta ist, können wir die Saat von Bodhicitta in unser Herz pflanzen und sie Wurzeln schlagen und wachsen lassen in unserem Leben. Vielleicht beginnen wir einfach jeden Tag, vielleicht jede Meditation mit dem Vorsatz oder mit dem Entschluss, möge ich Befreiung erlangen zum Wohle der Lebewesen. Und hier erhalten wir Erinnerung dazu, jeden Morgen von Ingeborg. Und ich werde versuchen, euch auch immer mal wieder daran zu erinnern. Dann zur Frage, was bringt's? Bodhicitta, wozu? Einen wichtigen Aspekt habe ich schon erwähnt. Bodhicitta kann uns aus der Enge der Selbstzentriertheit und ihren Folgen befreien. In dem gleichen Text über Selbstbezogenheit werden auch die Vorteile des Altruismus beschrieben, also das sich ausrichten auf andere oder auf viele. Eine solche altruistische Haltung wird mit einem wunscherfüllenden Juwel verglichen. Also etwas ganz anderes als eine chronische Krankheit. Bodhicitta ist bestrebt, die Wünsche, die Bedürfnisse der Lebewesen zu erfüllen. Ihnen das zu bieten, was heilsame und glückbringende innere Zustände verschafft. Und dadurch werden auch in einem selbst positive, heilsame Kräfte und Energien wach. Es ist also eigentlich eine innere Win-Win-Haltung. Shantideva schrieb den bekannten Vers, was brauche ich viel zu erklären? Die kindischen arbeiten nur für ihren eigenen Vorteil, die Buddhas arbeiten zum Wohl der anderen. Schaut euch nur den Unterschied an zwischen den beiden. Als ganz spannenden Punkt sehe ich hier die Frage von Sinn. Für unser Leben ist es ganz wesentlich, wie stark oder wie wenig wir das Gefühl haben, es sei sinnvoll. Dabei glauben wir manchmal, das sei eine Verstandesfrage. Wir denken, etwas macht Sinn oder etwas macht keinen Sinn. In Wirklichkeit ist Sinn aber viel eher ein Gefühl. Und ob sich etwas sinnvoll anfühlt oder nicht, hängt eigentlich von unserer Verbundenheit. Wie verbunden wir uns fühlen in der gegebenen Situation. Verbundenheit mit sich selbst, Verbundenheit mit anderen, Verbundenheit mit dem Leben, lässt uns das Leben, lässt uns das Dasein als sinnvoll erfahren. Es fühlt sich dann sinnvoll an. Und umgekehrt liegen sich abgetrennt fühlen und Sinnlosigkeit und Depression sehr nahe beieinander. Die gehen zusammen, dann fühlen wir uns einsam, getrennt vom Leben und von uns selbst. Es ist die Verbundenheit und Sinn entsteht auch, wenn wir uns an etwas hingeben können, sogar an Briefmarken sammeln, solange man voll und ganz dabei sein kann. Gehmeditation, Sitzmeditation natürlich, oder das Wohl der Lebewesen. Natürlich ist die Hingabe an das Leben anspruchsvoller als die Hingabe an Briefmarken sammeln oder was immer es sein mag, aber es ist natürlich auch viel erfüllender. Und Bodhicitta bedeutet Hingabe und schafft tiefste Verbundenheit und macht damit unser Leben
sinnvoll. Sinnvoll als Erfahrung. Es fühlt sich sinnvoll an. Wenn Bodhicitta ab nun zunehmend echt wird, spielt es auch immer weniger eine Rolle, was für einem selbst dabei herausschaut. Weil es geht um die vielen, nicht nur um den einen hier. Geschirapten hat das folgendermaßen illustriert. Sagt, wenn man ackert und sät, um Getreide zu ernten, fällt letztlich auch ein Nebenprodukt an, nämlich Stroh. So wie es beim Pflanzen und Ernten um das Getreide geht und nicht um das Stroh, geht es bei Bodhicitta um die vielen Lebewesen, nicht nur um eines. Aber so wie beim Ernten als Nebenprodukt Stroh anfällt, so entsteht durch Bodhicitta für uns Verbundenheit, für uns selbst. Es entsteht Sinn, entsteht Erfülltheit als Nebenprodukt. Und natürlich sollten wir versuchen, Bodhicitta wegen uns selbst zu kultivieren, dann klappt es nicht mehr, weil sie merken es eben da drin, weil es nicht echt ist. Nächster Punkt. Welche sind die Praxisformen, die uns in Richtung Bodhicitta führen? Und hier für die 3 Tage praktizieren wir Metta. Okay? Trotzdem werde ich hier die vielen weiteren Möglichkeiten erwähnen. Ich denke, wir erhalten dadurch eine umfassendere Vorstellung von den Dimensionen dieses Weges, von dem, was möglich ist. Die wesentlichste Voraussetzung ist wohl, dass wir willens und fähig sind, beides, für das Wohl und für das Leiden offen zu sein, wo immer es auch auftritt, in uns selbst und bei anderen. Und ganz gut ist sicher, sich Joseph Goldsteins Vorschlag vorzunehmen, den ich schon erwähnt habe. Jeden Morgen zu Beginn des Tages, vielleicht zu Beginn jeder Meditation, den Entschluss fassen, möge ich Befreiung erlangen zum Wohle aller Lebewesen. Wenn wir es immer wieder tun, wird der Bodhicitta-Gedanke zumindest schon mal langsam, aber sicher regelmäßiger und öfters in unserem Leben auftauchen. Sonst überhaupt die Möglichkeit in den Sinn kommt, ist schon ein großer Schritt, dass sie uns öfters in den Sinn kommt. Selbst wenn wir finden, nein, ist zu große Nummer für mich. Aber es ist eine Möglichkeit, schon das. Die regelmäßige und die formale Praxis von Güte und Mitgefühl, von Metta, wie wir es hier üben, und von Karuna, also Güte und Mitgefühl, ist eine sehr gute, ist eine außerordentlich gute und wichtige Grundlage. Und die meisten von euch kennen die Mittel und die Möglichkeiten, die uns da dieser Beziehung zur Verfügung stehen. Oder wir lernen es gerade. Sehr unterstützend sind sicher die Reflexionen über unsere Abhängigkeit von anderen Lebewesen. Und das ist etwas, was wir immer wieder im Alltag, in verschiedenen Situationen tun können, ist nicht sehr anspruchsvoll oder kompliziert. Sich zu überlegen, von was und von wem alles, was wir jetzt sind und haben, abhängig ist oder war. Wir waren abhängig von den Eltern und von allen, die uns gepflegt, genährt, gefördert, ausgebildet, belehrt, behandelt, geheilt, gestärkt und unterstützt haben. Das heißt, wir sind abhängig von, wenn wir hierher kommen wollen oder wieder nach Hause, von Straßen bauen. Wir sind abhängig von Menschen, die Häuser bauen, von Transporteurinnen, von Bauern, Bäuerinnen, hier und in fernen Ländern, von Handwerkern, von Lebensmittelerzeugerinnen, aber auch von Tieren, von Pflanzen, von Regen, von Sonne, von frischer Luft. Endlose Ketten von Abhängigkeiten, die ausmachen, dass wir jetzt hier sind, dass wir die Kleider tragen, die wir tragen, dass es warm ist hier drin, sogar dass es ein bisschen zu heiß ist hier drin, anstatt Gefrierpunkt. All das hängt von unzähligen Bedingungen und Menschen ab. Eigentlich leben wir immer wieder ständig auf Kosten anderer, von der Arbeit anderer und abhängig von 1000 Bedingungen und Ursachen. Und wir können einfach beginnen,
das öfters und systematischer wahrzunehmen, das anzuerkennen und vielleicht sogar das wertzuschätzen. Und gar den Wunsch pflegen, manches davon auch zurückzugeben. Dass wir vielleicht ihre Unterstützung erwidern können, vielleicht nicht direkt, aber vielleicht in anderen Formen oder bei anderen Menschen. In heilsamen, in hilfreichen Weisen, die uns persönlich eben zur Verfügung stehen. Da gibt es zahllose, endlose Möglichkeiten, wie wir alle hier natürlich bestens wissen. Unsere Abhängigkeit von den Lebewesen. Dann können wir regelmäßig darüber nachdenken, dass eigentlich alle Lebewesen gleich sind wie wir selbst, indem sie grundsätzlich alle genau dasselbe möchten wie wir und auch genau dasselbe vermeiden möchten wie wir. Wir selbst möchten nicht leiden. Das ist auch eine sehr banale Reflexion. Das wissen wir alles schon. Das ist gar nichts Neues. Aber es ist immer wieder interessant und erstaunlich und wirkungsvoll, wenn wir es einfach durchdenken. Wir selbst möchten nicht leiden. Wir möchten keinen Schmerz erfahren, offensichtlich. Wir möchten nicht hungern. Wir möchten nicht frieren. Alle anderen möchten nicht leiden. Alle anderen möchten keinen Schmerz erfahren. Alle anderen möchten nicht hungern und nicht frieren. Wissen wir schon. Es ist interessant, sich das nochmal klar zu machen und speziell in individuellen Fällen. Manchmal ist es einem nicht mehr offensichtlich. Wir sind gerne gesund, sind gerne glücklich, respektiert, geliebt. Alle anderen sind gerne gesund, sind gerne glücklich, sind gerne respektiert und geliebt. Das heißt, wir sind nicht nur auf vielfältige Art und Weise abhängig von anderen Lebewesen, sondern tatsächlich sehr eng verwoben und ähnlich, ausgesprochen ähnlich, in dem, was wir uns wünschen, was wir nicht möchten. Das ist die Gleichheit zwischen sich und anderen. Die Abhängigkeit, die Verwobenheit, die Gleichheit. Die Reflexion oder Kontemplation und angewandte Übung vom Austauschen von sich und anderen ist äußerst wertvoll und anspruchsvoll, herausfordernd und auch spannend. Sich an die Stelle einer anderen Person zu setzen, auch nur für einen Moment. An die Stelle der Politikerin der anderen Partei, an die Stelle des Bettlers, an die Stelle des Konzernleiters, an die Stelle des Straßenarbeiters, an die Stelle der schwierigen Mitarbeiterin, an die Stelle des empörten Partners oder der gekränkten Partnerin, an die Stelle der Siegerin, an die Stelle des Verlierers. Es ist nicht so sehr, was es bewirkt, wenn wir uns selbst anschauen von der anderen Seite, aber überhaupt auf die andere Seite zu gehen, ist immer wieder der außergewöhnliche Schritt. Sich zu erinnern und es dann auch zu tun, der Rest ergibt sich eigentlich von selbst. Aber sich zu erinnern, vor allem dann zu erinnern, wenn wir es am meisten brauchen würden, ist oft schwierig. Dabei ist wesentlich, dass wir dies alles aus Interesse tun. Nicht, weil wir das tun sollten, bringt überhaupt nichts. Vielleicht braucht es eben etwas Freude an Herausforderungen, es braucht Inspiration und Begeisterung für inneres Wachstum. Und dann denke ich, können wir recht vieles bewirken. Nach dem Reflektieren über unsere Abhängigkeit, über die Gleichheit und das Austauschen. Üben wir uns als nächstes oder können wir uns in diesem Praxissystem als nächstes im sogenannten Nehmen und Geben üben. Tonglen ist eine tibetische Praxis. Eine in den tibetischen Traditionen viel gerühmte und häufig gebrauchte Methode. Das ist eine Übung, in der wir damit beginnen, uns alle Lebewesen vorzustellen. Wir visualisieren sie wirklichkeitsnah und möglichst lebhaft im Raum vor uns. Und wir sehen und realisieren, sie leiden unter den verschiedensten Schwierigkeiten, unter Konflikten, unter Unannehmlichkeiten, unter Schmerzen und Leiden,
des Daseins. Verschiedener Art. Und als Ausdruck unseres Mitgefühls, und das ist eben gut, wenn man Karuna oder Mitgefühl-Meditation viel praktiziert hat, erzeugen wir in uns den Wunsch, sie vom Leiden zu befreien. Und mit dem Einatmen visualisiert man all ihr körperliches und emotionales Leiden, dass man das auf sich nimmt, dass man das von ihnen nimmt, worauf sie alle erleichtert und frei sind. Und als nächstes wird realisiert, dass alle Lebewesen glücklich sein möchten und wir erzeugen in uns Liebe und Großzügigkeit. Und mit dem Ausatmen visualisiert man all sein Glück, all seine positiven und heilsamen Qualitäten und Tendenzen. Das Interessante muss man schon anerkennen und zugeben, dass man solche hat. Das ist auch nicht so einfach. Und natürlich haben wir die. Dass man die verschenkt an alle Lebewesen und sie berührt und ihnen körperliche und seelische Freude gibt. Das heißt, wir nehmen das Leiden der anderen und geben ihnen Glück und Freude. Das ist eine Übung. Man kann die mit dem Atem zusammen visualisieren. Und es gibt eine ganze Anzahl von Variationen. Zum Beispiel können wir ganz ähnlich wie oben uns Lebewesen vorstellen, die hungrig sind. Und dann mit dem Einatmen den Hunger, manchmal heißt es in Form von schwarzen Strahlen, auf uns zu nehmen. Und anschließend visualisieren wir, dass wir ihnen mit dem Ausatmen alle Nahrung, die sie benötigt haben und die sie sich wünschen, darbieten. Geshe Champa Lodrö, der Lama, der uns das gelehrt hat, diese Methoden, der war damals etwa seit 10 Jahren in der Schweiz und er hatte bereits etwas Schweizerdeutsch gelernt. Er hat gesagt, du gibst ihnen ganze Migros-Geschäfte, ganze Migros-Läden. Das ist dann wirklich nicht nur so zerebral, das muss ich dann auch wirklich praktisch vorstellen. Als weitere Variante können wir uns vorstellen, dass wir mit dem Einatmen ihre Leiden erschaffende Unwissenheit, ihre Verblendung von ihnen nehmen und ihnen mit dem Ausatmen befreiende Erkenntnis und Weisheit geben. Tonglen, diese Meditation des Nehmens und Gebens, erzeugt den Wunsch und Willen zu mehr direktem altruistischem Engagement. Und es ist eine anspruchsvolle Praxis, aber wenn ausdauernd und konsequent geübt, ist sie auch sehr stark und wirkungsvoll. Und wesentlich ist natürlich auch hier, dass wir es dann im Leben umsetzen. Das ist immer Hauptprobe, die visualisierte Praxis. Und das ist dann noch ein ziemlich großer Schritt. Es ist ja noch relativ einfach, das Zeug von den anderen zu nehmen und ihnen was Tolles zu geben, solange wir einfach so da sitzen können. Umsetzen ist wie bei all diesen Reflexionen dann immer der nächste wesentliche Schritt. Falls jemand von euch die Praxis wirklich erlernen möchte, beide Anila Rita und auch Lama Irene geben hier ab und zu Kurse, Retreats in Tonglen. Einmal oder zweimal im Jahr auf jeden Fall. Als letztes möchte ich die Praxis von Lojong erwähnen. Die Herz-Geist-Transformationspraxis oder Herz-Geist-Schulung vielleicht besser übersetzt. Hier handelt es sich um eine sehr große Zahl von Mitteln und Methoden, die uns helfen können, auch wieder Herz und Geist von der Selbstzentriertheit in Richtung Bodhicitta zu transformieren. Und hier sind die Vorschläge oft sehr radikal. Es gibt nicht nur radikale, aber die sind die interessantesten. Eine ist, dass wir uns üben als Beispiel Menschen, die wir wirklich schwierig finden, als unsere größten Wohltäter und Wohltäterinnen zu sehen und zu schätzen. Und das ist ein ganzer Umdenkprozess. Dadurch, dass sie sich in einer Art verhalten, die wir schwierig oder mühsam oder sogar aggressiv oder bedrohlich empfinden, geben sie uns Gelegenheit, Qualitäten wie Annehmen, Toleranz, Geduld, Metta, Mitgefühl zu praktizieren, zu stärken und zu vervollkommnen. Das ist optimal. Mit Menschen, die immer nett und freundlich sind, haben wir diese Gelegenheit kaum.
Sie sind also wertvoller als all unsere Freunde und all unsere Lieben. Und die meinen das dann ernst. In den asiatischen Ländern werden diejenigen, die das befreiende Dharma vermitteln, die uns erklären und unterstützen darin, Leiden abzubauen und inneres Glück zu finden. Das heißt, die Lehrenden, die Meister und Meisterinnen, die Gurus, die werden hochgeschätzt und verehrt. In diesen Belehrungen wird nun betont, dass diese schwierigen Personen, dass die Feinde noch weitaus wertvoller sind als die Meisterinnen, weil sie uns viel mehr Gelegenheiten bieten, wirklich ernsthaft zu praktizieren. Die Meister und Meisterinnen und die Lehrer und Lehrerinnen, die sind ja oder sollten jedenfalls immer nett sein. Also haben wir wenig Gelegenheit. Aber nicht nur das. Diese schwierigen Menschen nehmen auch noch schweres, leidbewirkendes Karma auf sich, um uns diese ideale Praxissituation zu bieten. Sie sind also vergleichbar mit einem wertvollen, wunscherfüllenden Edelstein. Sie sind das Beste, was uns je passieren kann. Und wenn wir jetzt lachen, ich finde das ja auch lustig, aber es ist genau der Grund, ich werde das gleich noch erwähnen, mein Lehrer war wirklich zurückhaltend mit dem allem. Er dachte, das werden die nie ernst nehmen. Sind diese Denkweisen im Lojong-Training, die werden konsequent eintrainiert und dann auch im Leben umgesetzt. Eine doch etwas verdünnte, aber dadurch etwas praktischere, aber auch wirkungsvolle Variante davon findet man in den Büchern von Pema Chodron, die euch vielleicht bekannt sind. Wir sehen allein in diesem einen Beispiel, dass Lojong-Praxis eine wirkungsvolle Praxis sein kann, aber auch sehr radikal und anspruchsvoll ist. Und eben als wir in den ersten Jahren mit dem tibetischen Lama, mit Geshe Rabten, ist dort in der Mitte, in Indien praktizierten, baten wir ihn an einem gewissen Punkt, als wir von diesen Belehrungen hörten, uns diese Lehre zu vermitteln. Und zu unserem Erstaunen zögerte er sehr lange und er fand etliche Ausreden. Es geht immer langsam dort, aber es war dann schon klar, irgendeinen Grund gibt es, warum er mit dem nicht herausrücken will. Bis er uns dann auf unser Drängen hin die Belehrungen gab. Er hatte befürchtet, dass wir diese Praxis eben gar nicht ernst nehmen könnten und würden, weil sie so radikal und herausfordernd ist. Und ich denke, ein gutes Stück weit war sein Zögern auch begründet. Das denke ich heute. Es ist so radikal. Wer möchte das schon wirklich anwenden? Ich werde hier eine sehr kurze Version einer bestimmten Lojong-Belehrung lesen. Das sind die 8 Verse der Schulung von Herz und Geist. 8 Vierzeiler von Geshe Langri Tangpa. Hier wird so weit gegangen, wie erwähnt, dass man die anderen, auch die Schlimmsten, höher stellt als sich selbst. Und ich möchte hier auch betonen, dass für manche von uns dies vielleicht auch nicht so geschickt ist. Denn solange noch Gefühle der eigenen Unzulänglichkeit, des Mangels an Selbstwertschätzung und des Mangels an Selbstvertrauen da ist, denke ich, ist es angebracht oder sogar wichtig, hier vorsichtig zu sein oder sich auf jeden Fall immer bei allen Lebewesen mit einzuschließen. Und wir sind hier gut im Westen, im Abendland, uns auszuschließen, anstatt mit einzuschließen. Ist nicht so ein Problem in Asien. Wir haben andere, aber das weniger. Das nicht okay sein, macht ihnen nicht so viel Sinn. Fast jeder hier weiß, was gemeint ist. Dass wir finden, schon die Vorstellung, Metta für sich selbst zu machen, haben manche Mühe, weil das geht doch nicht, das ist nicht okay, das macht man nicht, wohin käme man da? Und das ist hier auch wichtig.
weil sonst könnte dieser Zugang hier als Bestätigung der eigenen Wertlosigkeit gesehen werden. Und ich habe das auch gesehen bei Kollegen, bei Freunden, die das falsch verstanden praktiziert haben. Aber ich werde die Verse hier einfach jetzt in Originalversion lesen, in ihrer radikalen Form. Also nehmt es nicht persönlich. Die 8 Verse der Transformation von Herz und Geist von Geshe Langri Tangpa. Stets auf das höchste Wohl der Wesen bedacht, die kostbarer sind als das wunscherfüllende Juwel, will ich sie zu allen Zeiten höher schätzen als mich selbst. In der Gemeinschaft mit anderen werde ich mich als den geringsten von allen betrachten und sie aus der Tiefe meines Herzens schätzen, als sei jedes das höchste der Lebewesen. Durch sorgfältiges Betrachten meines Geistes werde ich auch dem geringsten unheilsamen Zustand ohne zu zaudern gegenübertreten und von mir weisen, ehe sie mir und anderen Schaden zufügen können. Begegne ich Menschen von niederträchtigem Wesen, die ungezügelt Leid bewirken, werde ich solch seltene Wesen aufs Innigste achten, als hätte ich einen kostbaren Schatz gefunden. Wenn ich beschimpft und misshandelt werde, von Menschen, die von Eifersucht beherrscht sind, werde ich nicht nach Vergeltung streben, sondern die Schmach annehmen und ihnen den Sieg anbieten. Hey. Fügen mir jene, die ich gefördert, in die ich Vertrauen und Hoffnung gesetzt habe, furchtbaren Schaden zu und verletzen mich zutiefst, werde ich sie als meine größten Lehrerinnen und Lehrer betrachten. Kurz, ich will lernen, allen Nutzen und alles Glück ohne Ausnahme, allen, da wird von den Müttern gesprochen, alle Lebewesen, die unsere Mütter sind, allen jetzigen und zukünftigen Müttern zu schenken, also allen, und im Verborgenen allen Schaden und alles Leid der anderen auf mich nehmen. Ohne Voreingenommenheit gegenüber den 8 wechselhaften Umständen der Welt will ich all diese Übungen meistern und alle Dinge des Daseins als unwirklich sehend möge ich frei sein von den Fesseln des Anhaftens. Soll als Inspiration genommen werden, nicht als Anspruch. Okay? Ich möchte mit einem Vers oder einem Aufruf vielleicht des Dalai Lama schließen. Heißt, gib nie auf. Was immer auch geschieht, gib nie auf. Kultiviere das Herz. Zu viel Energie in deinem Land wird aufgewendet, um den Verstand zu entwickeln, anstatt das Herz. Sei mitfühlend, nicht nur mit deinen Freunden, sondern mit allen. Sei mitfühlend. Arbeite für den Frieden in deinem Herzen und in der Welt. Arbeite für den Frieden. Und ich sage nochmals, gib nie auf, was immer auch geschehen mag, was immer auch passiert um dich herum, gib nie auf.